Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u još jedan klip u kome možete pratiti kako ja napredujem sa nemačkim jezikom. Evo, baš sam jutros pogledao jedan klip koji sam snimio prije 3 dana i zaključio da je istinita narodna poslovica "na greškama se uči". Naime, prije 3 dana ja nisam znao da je špigl ogledalo i napravio sam grešku kada me profesorka pitala. Preveo sam ga sa špilcojk, to jest sa igračka, međutim špigl je ogledalo. Da ja nisam preslušao taj klip i da nisam primetio da sam tada pogrešio, ja sada ne bi znao da vam kažem ni špigl ni ogledalo. Danas ćemo raditi malo drugačije, pošto sam za 6 dana naučio 500 reći, smatram da je to suviše brz tempo i da bi morao malo da ih utvrdim. Danas ćemo malo utvrđivati reći, kako, tako što ćemo ići redom prvih 100 reči, ali nećemo samo raditi reči, već će profesorka koja sedi pored mene i spontano, kako je šta pale na pamet, stavljati te reči u rečenice, a ja ću onda prevoditi rečenice i eventualno nešto odgovarati ako budem bio u stanju. Profesorka, ste spremni? Možemo da krenemo. Možemo. Die Schule. Škola. Lernen. Učiti. Lachen. Smejati se. Teuer. Skup. Reich. Bogat. Arm. Siromašan. Die Schwester. Sestra. Der Bruder. Brat. Sprechen. Govoriti. Wo. Gde. Hungrig. Gladan. Der Hunger. Glad. Lesen. Čitati. Sehen. Videti. Fernsehen. Gledati TV. Die Stadt. Grad. Die Hauptstadt. Glavni grad. Essen. Jesti. Das Frühstück. Doručak. Auf Wiedersehen. Doviđenje. Genug. Dovoljno. Glauben. Verovati. Der Tag. Dan. Jeden Tag. Svaki dan. Trinken. Piti. Das Bier. Pivo. Heute. Danas. Die Leute. Ljudi. Böse. Ljud. Der Name. Ime. Die Küche. Kuhinja. Kochen. Kuvati. Der Koch. Kuvar. Das Haus. Kuća. Zu Hause. Kod kuće. Die Lektion. Lekcija. Schlecht. Loše. Die Mutter. Majka. Großmutter. Baba. Großvater. Deda. Klein. Mali. Der Fehler. Greška. Das Brot. Hleb. Möchten. Želeti. Gehen. Ići. Ausgehen. Izaći. Einfach. Jednostavno. Billig. Jeftino. Wie viel Uhr ist es? Koliko je sat? Die Frage. Pitanje. Der Nachbar. Komšija. Arbeiten. Raditi. Machen. Raditi. Die Arbeit. Posao. Früh. Rano. Der Monat. Mesec. Der Bleistift. Olovka. Der Abend. Večer. Gestern. Juče. Gestern Abend. Sinoć. Heute Abend. Večeras. Das Abendessen. Večera. Abends. Uveče. Das Wasser. Voda. Das Glas. Čaša. Die Flasche. Flaša. Schreiben. Pisati. Aufschreiben. Zapisati. Beschreiben. Opisati. Schreien. Vikati. Können. Moći. Haben. Imati. Schnell. Brzo. Gut. Dobar. Warum. Zašto. Putzen. Čistiti. Die Milch. Mleko. Der Zucker. Šećer. Zufrieden. Zadovoljan. Der Freund. Prijatelj. Oft. Često. Meistens. Najčešće. Die Nachricht. Vest. Die Zeitung. Novine. Danke. Hvala. Schicken. Poslati. Schenken. Pokloniti. Das Geschenk. Poklon. Viel. Mnogo. Zu viel. Suviše. Wie viel. Koliko. Vielleicht. Možda. Endlich. Konačno. Das Spielzeug. Igračka. Das Kind. Dete. Der Sohn. Sin. Die Tochter. Čerka. Auch. Također. Der Spaziergang. Šetnja. Dakle, kao što vidite, dakle, možete da primetite da je moje poznavanje prvih 100 reči mnogo bolje nego kada sam snimio pre 6 dana prvi klip sa ovih 100 reči. A sada ćemo raditi dodatnu vežbu i profesorka će ove reči stavljati spontano u rečenice, proste rečenice koje prvo padnu na pamet kada vidi reč, a ja ću tada pokušati da prevedem i eventualno nešto da odgovorim. Jeste spremni, profesorka, možemo. Die Schule, škola. Wann gehst du in die Schule?
Kada ideš u školu? Ich gehe in die Schule jeden Tag. Dobro? Da. Ich gehe jeden Tag in die Schule. Gehst du in die Schule? Nein, ich gehe nicht in die Schule. Idemo na sljedeću reč. Lernen, učiti. Lernst du Deutsch jeden Tag? Ja, ich lerne Deutsch jeden Tag und mein Nachbar lernst Deutsch jeden Tag. Dobro? Mein Nachbar lernt Deutsch jeden Tag. Dobro. Lernst du Deutsch jeden Tag? Ja, ich lerne auch jeden Tag. Lachen, smertise. Worüber lachst du? Lachst du oft? Ja, ich lache oft, ich lache immer. Ich bin lustig und ich lache immer. Ist dein Auto teuer, skup? Nein, leider mein Auto ist billig. Leider ist mein Auto billig. Nažalost, moj auto je jeftin. Hast du ein Auto? Ja, ich bin reich und ich habe ein Auto. Da, ja sam bogat i imam auto. Ist dein Auto teuer? Ja, mein Auto ist teuer. Da li je tvoj auto skup? Da, moj auto je skup. Arm. Ist dein Nachbar arm? Nein, mein Nachbar ist nicht arm. Mein Nachbar ist reich, aber ich bin arm. Bist du arm? Nein, ich bin nicht arm. Dobro, idemo dalje. Die Schwester und der Bruder. Wo sind die Schwester und der Bruder? Gde su brat i sestra? Die Schwester und der Bruder sind in die Schule. In der Schule. In der Schule. Was machen sie in der Schule? Šta oni rade u školi? Die Schwester und der Bruder lernen in der Schule. Lernen sie jeden Tag in der Schule? Ja, sie lernen und sie lachen auch in der Schule. Sind sie reich? Da li su bogati? Die Schwester und der Bruder sind reich. Sprechen, govoriti. Sprichst du Deutsch? Ich leider spreche nicht Deutsch, aber ich hoffe, bald sprechen zu können. Dobro? Leider spreche ich nicht Deutsch, aber ich hoffe, bald sprechen zu können. Nažalost, ne govorim njemački, ali se nadam da ću uskoro moći. Inače, ova rečenica je bila zapisana, pa sam je naučio na pamet. Nisam je naučio na pamet, nego sam je pročitao nekoliko puta i vidite, u trenutku mi se javila. Idemo dalje. Wo wohnen die Schwester und der Bruder? Die Schwester wohnst. Die Schwester wohnt. Wohnt. Die Schwester wohnt in einem Gebäude. Die Schwester wohnt in einem Gebäude. Eto vidite, Gebäude je reč koju sam juče naučio u onom spisku od 500 reči i vidite da svako ko kaže da se ne isplati učiti izdvojene reči greši, pošto se izdvojene reči jako brzo nauče, a onda kad vam zafale, mnogo vam pomognu, kao na primjer sada. Idemo dalje. Bist du hungrig? Nein, ich bin nicht hungrig. Ich habe schon gegessen. Ich habe schon gegessen. A kako se kaže doručak? Frühstück. Ich habe Frühstück gegessen. Hast du Hunger oder bist du hungrig? To isto. Liest du oft? Ja, ich lese oft. Ich lese jeden Tag. Ich lese immer morgens. Liest du oft? Ja, ich lese morgens und abends. Kannst du mich sehen? Ja, ich kann dir sehen. Dich. Ich kann dich sehen, du bist... Hier, kako se kaže pored mene? Neben mir. Siehst du fern oft? Siehst du oft fern? Leider, ich kann nicht fern sehen, weil ich studieren oder lernen muss. Ich lernen muss und ich kann nicht fern sehen. Und sieht dein Nachbar manchmal fern? Ich wirklich weiß nicht, ob er fern sieht. Ob er fern sieht.
Wohnst du in einer Stadt? Ja, ich wohne in einer Stadt. In einer Stadt. Dakle, svima vam bi preporučio da se trenutno sada, ako ste na mom nivou, ne opterećujete sa ovim padežima, to jeste sa nastavcima koje dobijaju određeni i neodređeni članovi kada se nalaze u određenom padežu, pošto bi inače u tom slučaju učenje postalo mnogo, mnogo, da kažem, zahtevno i ozbiljno i zahtevalo bi prilično glavobolje, koncentracije i svega ostaloga. Pretpostavljam da većina vas niste u situaciji da učite kao što se, na primjer, uči za ispit na fakultetu. Ste kao i ja već u godinama kad ima i dosta drugih obaveza, tako da čovjek ne može baš toliko koncentracije da pokloni nemačkom da bi učio svako slovce pojedinačno. Pustimo da se ta slova sama od sebe stave na pravo mesto tako što ćemo koristiti nemački i ispravljati određene greške malo po malo. Idemo dalje. Was ist du gern? Ist du Äpfel gern? Nein, ich mag nicht Äpfel. Pitala si me da li jedem jabuke rado. Ja sam odgovorio, nein, ich esse nicht Äpfel gern. Ich esse Sandwich gern. Isst du einen Sandwich zum Frühstück? Da li jedem Sandwich za doručak? Ja, ich esse einen Sandwich zum Frühstück. Und was isst du zum Frühstück? Ich trinke nur Kaffee. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Hast du genug Geld? Ich habe genug Geld, ein Sandwich zu kaufen. Und imam dosta para da kupim Sandwich. Hast du Geld, ein Sandwich zu kaufen? Ja, jetzt habe ich auch Geld, ein Sandwich zu kaufen. Glaubst du mir? Ja, ich glaube dir. Ich glaube alles, was du sagen. Može? Nein. Was du sagst. Was du sagst. Lernst du jeden Tag? Ich lerne jeden Tag, weil ich fleißig bin. Ist heute ein schöner Tag? Ja, heute ist ein wirklich schöner Tag. Ist sonnig. Es ist sonnig. Es ist sonnig, kako se napolje, aus... Draußen. Draußen. Draußen ist es sonnig. Außer ist es sonnig. Trinkt dein Nachbar viel Bier? Nein, er trinkt nicht Bier, er trinkt nur Limonade. Aber ich trinke Bier. Und was trinkst du? Ich trinke nur Kaffee. Was trinkst du heute? Heute ich trinke Wasser. Heute trinke ich Wasser. Heute trinke ich Wasser. Sind die Leute immer fleißig? Nein, die Leute sind nicht immer fleißig. Da li su ljudi uvek vredni? Ljudi nisu uvek vredni. Nein, die Leute sind nicht immer fleißig. Die Leute sind manchmal faul. Faul. Faul, lenjiv. Faul, lenjiv, fleißig, vredan. Idemo dalje. Ist dein Nachbar böse auf dich? Da li je moj komšija ljud na mene? Böse. Er ist nicht böse auf mich. Er ist höflich. Höflich. Höflich je ljubazan, je li? Höflich. Ili herzlich. Wie ist dein Name? Mein Name ist Peter. Und wie ist dein Name? Mein Name ist Jana. Bist du jetzt in der Küche? Nein, ich bin nicht in der Küche. Ich bin in... Im Zimmer. Ich bin im Zimmer. Im Zimmer. Und was machst du in der Küche? Ich esse in der Küche. Kochst du manchmal in der Küche? Ich koche nur manchmal. Samo ponekad. Ich koche nur manchmal. Und was macht der Koch? Der Koch, šta radi kuvar? Der Koch kochen. Der Koch kocht. Kocht, der Koch kocht. Kocht der Koch zu Hause? Da li kuvar kuva kod kuće? Wahrscheinlich, možda, verovatno. Wahrscheinlich, der Koch kocht auch zu Hause. Aber sicherlich kocht in a restaurant. Wahrscheinlich kocht auch zu Hause, aber sicherlich kocht im Restaurant. Hast du eine Lektion jeden Tag? Ja, ich habe Lektion jeden Tag. Ist das Wetter schlecht
heute? Nein, heute ist sonnig und heute ist ein schöner Tag. Es ist ein schöner Tag. Es ist ein schöner Tag. Wo arbeitet deine Mutter? Meine Mutter arbeitet in ein Vertrieb. Vidite kako se javljaju riječi koje sam naučio. Taj Betrieb, uopšte, kad sam ga učio, nisam uopšte znao ni šta učim, ali evo, kada mi zatreba u rečenici, se pojavi. Hast du ein kleines Haus oder ein großes Haus? Ich habe einen kleinen Haus. Kleine Haus? Hast du ein kleines Haus? Ein kleines Haus, weil ich arm bin. Zato što sam siromašan. Weil ich arm bin. Hat deine Nachbarn ein kleines Haus? Mein Nachbarn hat ein großes Haus, weil er reich ist. Magst du viele Fehler, wenn du Deutsch sprichst? Leider, ich mache viele Fehler, aber ich hoffe, dass ich viele Fehler werde nicht machen. Dobro? Leider mache ich viele Fehler. Aber ich hoffe, dass ich nicht viel Fehler machen werde. To je suviše dugačko, ali ću slušati na klipu pa ću naučiti, dobro? Wo kaufst du Brot? Ich kaufe Brot in ein Geschäft. Oder in Laden. Im Laden, oder? Im Laden. In einem Geschäft. Kaufst du manchmal Brot in der Bäckerei? Ja, ich kaufe Brot auch in einer Bäckerei. In einer Bäckerei. Möchtest du jetzt Brot essen? Nein, ich möchte nicht ein Brot essen, ich möchte ein Sandwich essen. Und wohin gehst du morgens? Gewöhnlich? Ich gehe in die Schule. Und bist du auch gestern in die Schule gegangen? Da ich sam juče išao u školu, ja, ich habe auch gestern. Ich bin auch gestern in die Schule gegangen. Gehst du oft aus? Ich gehe oft aus. Izlazim često. Ich gehe oft aus. Ich gehe mit mein Nachbarn. Može? Mit meinem Nachbarn. Aus. Kako ćemo pitamo sa kim ti izlaziš? Mit wem? Gehst du aus? Mit wem gehst du aus? Gehst du auch mit deinem Nachbarn? Aus. Gehst du auch mit deinem Nachbarn aus? Ich gehe mit meiner Schwester aus. Ist es einfach, Deutsch zu sprechen? Nein, leider, es ist nicht einfach, Deutsch zu sprechen. Znači, nažalost, nije lako pričati nemački. Und hast du viele Frage für mich? Ja, ich habe viele Frage für dich. Hat auch dein Nachbarn eine Frage für mich? Ich weiß nicht, ob mein Nachbarn hat viele Frage für dich. Ich weiß nicht, ob mein Nachbarn viele Frage für dich hat. Und arbeitet er? Ja, er arbeitet. Er arbeitet in einem Betrieb. In einem Betrieb. Und arbeitet er auch am Wochenende? Ich denke, dass er nur morgens arbeitet. Und was machst du jetzt? Šta ja radim sada? Ich antworte auf deine Frage. Odgovaram na svoje pitanje, tako? Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Ich bin arbeitslos. Ja sam nezaposlen. Ich bin leider arbeitslos. Dann Ich habe viel Freizeit, weil ich arbeitslos bin.
Dobro, ja predlažem da ovde sad prestanemo, da ne bi ovaj klip suviše dugo trajao. Znam da ovo nije mnogo interesantno, zato što ima dosta i pauza, ali u svakom slučaju želeo sam da ostane snimljeno, da ostane snimljen nivo na kome sam trenutno, u slučaju da se taj moj nivo popravi ubrzo, da mogu da, jednostavno da mogu da ga uporedim sa ovim sadašnjim nivom. Hvala vam na slušanju, pa se čujemo uskoro ponovo.